Dass Melania Trump im Haushalt keinen Finger krümmen muss, ist wohl kein Geheimnis. Und auch um den Garten des Weißen Hauses in Washington braucht sich die First Lady wohl keine Gedanken zu machen. Das erledigen jede Menge Angestellte für sie und ihren Ehemann, den US-Präsidenten Donald Trump. Kein Wunder, dass die 48-Jährige hier etwas fehl am Platz wirkt. Über dieses Foto lacht gerade die Welt. Es ist der Renner in den sozialen Netzwerken. Denn bei einem Termin im vergangenen Jahr im Gemüsegarten des Weißen Hauses scheint die First Lady doch tatsächlich selbst Hand anzulegen. Im lässigen Gartenoutfit mit Sneaker, Jeans und Karohemd sieht Melania so aus, als würde sie öfter mal Unkraut jäten und Gemüse ernten. Doch Topmodel Chrissy Teigen kann das nicht so wirklich glauben und sieht mal genauer hin. Sie schreibt zu dem Foto: Die sehen genauso aus wie meine Sportschuhe, weil ich genauso oft Sport mache, wie sie im Garten arbeitet. Tatsächlich, wie abgenutzte Gartenschuhe sehen die Chucks nicht aus und auch das Hemd ist nicht wirklich für Outdoor-Arbeit geeignet. Es stammt vom französischen Modelabel Balmain und kostete zu dem Zeitpunkt etwa 1000 Dollar. Melanias Gartentermin sollte wohl mit diesem hier mithalten. Michelle Obama hatte 2009 den Gemüsegarten anlegen lassen und kümmert sich anschließend regelmäßig auch selbst darum. Ganz uneitel kniet sie sich mit ihrer Jeans in die Erde, während Melania penibel darauf achtet, nicht dreckig zu werden. Und einmal mehr wird deutlich, unterschiedlicher könnten die First Lady und ihre Vorgängerin nicht sein.